1957 sind meine Mutter und mein Vater nach Westdeutschland abgehauen. Da war ich 3, meine Schwester 2 Jahre alt. Dann wurden wir als Geschwister voneinander getrennt und blieben das 15 Jahre lang. Die haben in den Säuglingsheim in Grimmenda entschieden, dass Beate überhaupt nicht entwicklungsfähig wäre. Ja, das wird bei uns gleich so entschieden. Da brauchen wir niemanden. Meine Mutter wurde für tot erklärt. Und das haben sie auch sicherlich nur gesagt, dass ich weitere Jahre dann nicht mehr nachfrage. Mit der Reise zum Ort, wo die Mutter wohnt, ziehe ich in die Fremde. Besser du gibst auf und lässt die ganze Sache auf sich beruhen, meinte ich als Warnruf zu vernehmen. Doch das Buch des Lebens lässt sich nicht so einfach zuschlagen. Es tun sich immer wieder unerwartet neue Seiten auf. Ich habe Barney gefunden, die mich in Obhut nahm. Um zu erfahren, was vorgefallen ist, lege ich Stück für Stück mein Inneres frei. Streife die mich engende Haut ab.